Herzlich willkommen zurück. Geil. Das ist wieder mit am Startzeit zu einer neuen Ausgabe. Von Wir zocken noch Skyrim. Zusammen mit Corgenson. Und wir stehen hier vor einem großen, grauen Nichtsrauch. Ah. Hä? Wer bist du? Achso, ich hab das. Ich Idiot, ich hab das Hut noch aus. Tut mir leid, Leute, das vergesse ich irgendwie immer wieder. So, wer bist du denn? Du bist auf jeden Fall nicht Lydia, du bist die Yennaza. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Ah, cool. Gut. Wenn ihr es wünscht. Zeig mir mal deine Ausrüstung. Das ist etwas, was ich irgendwie, also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 17.8. Und gestern kam die Folge von Jorgensen raus, Folge 9 war das, glaube ich. Wo er mit Lydia unterwegs war. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Die hat hier auf jeden Fall erstmal eine schwere Rüstung. Okay. Ich gebe das ihr mal wieder. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Ganz cool. Und ich hatte sie halt vorher irgendwie ausgerüstet gehabt. Und dann hat er ihr aber alle Ausrüstung weggenommen, bis auf ein Schwert und eine Axt, und hat das alles einfach aus dem Inventar geworfen. Und ich war so voll verwundert. Hä? What? Warum? So, okay, diese Chitin-Rüstung haben wir jetzt immer noch, genauso wie diese Stiefel und die Handschuhe, okay. Ja, okay, meinetwegen, der Helm ist ja noch in Ordnung, genau. Und ich habe auch jetzt mitgekriegt, also ich gucke natürlich auch die Folgen von ihm, ich habe natürlich mitgekriegt, dass er angefangen hat, so Amulette, Artefakte etc., dass er das alles zerstört am Magietisch, um da irgendwelche weiteren Verzauberungen durchführen zu können oder so. Ich habe keine Ahnung wirklich, ich habe absolut keine Ahnung davon, wie das mit der Verzauberung funktioniert. Drachenfluch ist das, ah geil. So, jetzt muss ich ja erstmal gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Was? Wo sind wir denn hier? Das sieht aus wie die Akademie von Winterfeste. Ne, sind wir aber nicht. Ach, wir sind bei Hochrodgar. Wir müssen mit Parturnax sprechen. Okay. Gucken wir mal kurz ins Logbuch. Ich weiß nicht, was er letzte Folge gemacht hat. Der Hals der Welt. Ah, okay, okay. Mit Esper Ziffer habe ich Alduins Mauer im Tempel der Himmelszuflucht entziffern können. Sie besagt, dass Alduin vor langer Zeit durch einen Schrei bezwungen wurde. Armgier kennt mit Drachenfall zwar den Namen des Schreis, kann ihn mir aber nicht beibringen. Er hat sich jedoch bereit erklärt, mir den Weg zu Parturnax zu weisen, dem Anführer der Graubärte. Er lebt auf dem Gipfel des Halses der Welt. Laut Arngir ist er der Einzige, der den Schrei beherrschen konnte. Okay. Und mit dem Typen soll man jetzt quatschen. Questmarkierung ist da oben anscheinend. Irgendwie da. Da oben. Kann das sein? Wo wir jetzt hingucken? Ich weiß nicht. Also. Aus dem Hals der Welt. Okay, Jorgensen hat in diese Richtung geguckt. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ah, das ist ein Gift anscheinend. Scheiße, was habe ich denn da jetzt für Debuffs? Ja, hier können wir Silber abbauen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Nee, warte mal, wir haben hier anscheinend... Okay, sie will kämpfen. Ja, okay, ich habe keine Spitzhacke. Das sieht mir hier nach einem Gebirgspfad aus. Oh Mann. Oh lul. Alles klar. Das scheint hier so eine Art Parcours zu sein oder so. Ich komme hier nicht durch. Ich darf nicht geradeaus weiterlaufen. Das ist ja heftig. Wie soll ich denn da durchkommen?
Kann ich mich vielleicht, während ich da durchlaufe, heilen? Wie schaffe ich das jetzt, da durchzukommen? Oh, sieht das schön aus. Ah, da unten ist eine kleine Burg. Ich glaube, das ist Amol. Ja, genau. Da waren wir schon mal. Also, wir kommen ja offenbar nicht durch. Ne, hier ist Stopp. Hier ist Stopp. Ist wie eine unsichtbare Wand hier. Ist wie eine unsichtbare Wand. Ich kann hier nicht durch. Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Okay. Ja. Okay. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Deshalb reise ich jetzt mal nach Hrothgar. Und Klimax-Vorräte. Okay. Bringe die Vorräte nach Hrothgar. Okay. Machen wir einfach mal. Also die Questmarkierung ist tatsächlich hier drin. Und nicht da oben auf dem Berg. Tatsächlich. Wem soll ich die Vorräte bringen? Ich habe nicht aufgepasst. Oh Mann. Ach, hier gibt es so einen Innenhof. Interessant. Nee, warte mal. Jetzt bin ich ja doch wieder hier. Okay. Nee, ich muss irgendwie da hoch? Ah, okay. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich da durchkomme. Das ist nur eine Theorie. Ich glaube, ich habe eine Theorie, wie ich da durchkomme. Ah, das nimmt mir einfach nur Ausdauer weg und nicht Lebensenergie, dann ist das ja eigentlich egal. Die Ziege stirbt einfach. Also meine Theorie wäre jetzt, den jetzt zu machen. Ja! Ja! Perfekt, hat geklappt. Einfach mit dem... Ah! Ich Idiot, das ist ein Eisgeist, Alter. Das ist, wieso, ja, egal. Wie komme ich darauf, dass der das nicht überlebt? Nettes Schwert. Okay, ich verliere tatsächlich keine Lebensenergie, wenn ich hier lang gehe. Aha, okay. Gut. Gut, dass ich diesen Einfall jetzt hatte, weil sonst wäre ich jetzt ziemlich aufgeschmissen gewesen, weil ich keine Ahnung gehabt hätte, was ich jetzt hier machen muss. Also ich habe auch unter einer der ersten Folgen geschrieben bei Jorgenson, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass seine Spielweise irgendwie viel mehr Schaden macht. Seine Zauber machen irgendwie viel mehr Schaden und so. Und ich habe nach wie vor diese Vermutung irgendwie, so als ob er einen Schwierigkeitsgrad niedriger spielen würde, aber ich habe dann auch in den Kommentaren gelesen, dass das nicht möglich wäre. Also, dass man nicht einfach so den Schwierigkeitsgrad ändern könnte und dann hat der nächste irgendwie einen schweren oder einfacheren Schwierigkeitsgrad, das würde wohl nicht gehen. Von daher schiebe ich das jetzt mal auf meine Unfähigkeit, das Spiel zu spielen. Auch wenn ich manchmal nicht so ganz verstanden habe, warum er bei Draugern irgendwie viel mehr Schaden gemacht hat, mit derselben Art als ich. Also auch beidhändiges Zaubern und so. Hat bei ihm irgendwie viel mehr Damage gemacht. Gegen die gleichen Gegner und so. Das habe ich halt irgendwie nicht so ganz verstanden. Aber egal. Ich habe keine Ahnung, wie das sein kann. Vielleicht bin ich wirklich einfach nur zu unfähig, das Spiel zu spielen. Was mich nicht wundern würde, weil das ist bei vielen Spielen so, dass ich zu unfähig bin. So, schweres, geschientes Schild. Brauchst du es ja nicht mehr, oder? Alles klar. Danke dir. Danke dir, Bro. Nee, also damit wollte ich jetzt nicht Jorgenson irgendwie unterschieben, dass er irgendwie den Schwierigkeitsgrad manipuliert oder so Sachen. Das hat er gar nicht nötig.
Dementsprechend, wie gesagt, wird das wohl irgendwie an mir liegen. Warte mal, hast du gerade gegähnt oder was? Wow. Wir sind gleich am Gipfel, Junge. Das ist ja wohl der Gipfel. Der Berg muss auch riesig sein. Verdammt cool. Warum hat man so Langeweile und stapelt hier Steine? Ich weiß, dass es so eine Art Wegweiser sind, aber trotzdem, warum macht man das, hä? Aha, guck mal. Alles jetzt funktioniert? Keine Ahnung. Denk mal schon. Aha, tatsächlich haben wir jetzt den Hals der Welt entdeckt. Wir speichern hier mal. Oh, warum denn? Weißt du, es kotzt mich so an. Warum muss ich immer gegen die ganzen Drachen kämpfen, Mann? Das ist jetzt schon der vierte Drache, gegen den ich kämpfen muss. Oh, und beim letzten Mal war das schon so eine knappe Angelegenheit. Muss doch jetzt... Oder er ist tatsächlich dieser Hüter, den ich sprechen muss. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht muss ich gar nicht gegen den kämpfen hier. Und ich reg mich jetzt hier... Ja, tatsächlich, ich muss echt mit... Drem Yolok, seid gegrüßt, Wunduneg. Ich bin Parturnax. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Ihr seid nicht erwartet... Ich habe nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Seid ihr der Meister der Graubärte? Ich denke, ihr wisst bereits, wer ich bin. Ja, Vasar. Ihr sprecht die Wahrheit, Dovahkiin. Vergebt mir. Es ist lange her, dass ich ein Tinnwag mit einem Fremden hatte. Ich habe der Versuchung nachgegeben, unser Gespräch zu verlängern. Ich muss den Drachenfallschrei lernen. Könnt ihr ihn mir beibringen? Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Alter, das ist ja schlimmer als das Steuergesetz in Deutschland. Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Tun, spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Warum dringt ihr hier ein, wenn nicht für ein Tinnwag? Oh, wie er lächelt. Oh, du bist so süß, ich will dich knuddeln. Achso, muss ich jetzt sein, oder was? Okay. Ein Geschenk, Dovahkiin. Jol, versteht das Feuer, wie es die Doof tun. Kann ich jetzt Feuer speien, oder was? Der grinst, Alter. Fürchtet euch nicht. Fasnu, lasst mich die Macht eures Tum spüren. Fürchtet euch nicht. Fasnu, lasst mich die Macht eures Tum spüren. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ist das kein Schrei oder was ist denn das jetzt? Drachenform. Wie setze ich die Dinger denn ein? Ich hab... Ah, hier, Feueratem. Jol! Ah ja. Ja,
Xosedorf Losmul, das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Wie er sich freut. Nun denn, ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen. Selbst für ein Dovasos. Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Könnt ihr mir den Schrein nochmal beibringen? Ah, ich habe euch erwartet. Bruder. Ja, Bruder, ey. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen. Nur für ein Tinwag mit einem alten Dovar. Nein. Ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Das ist schon möglich. Woher wusstet ihr, dass ich nach dem Drachenfall suchen würde? Dass ich nach Drachenfall suchen würde? Alduin Komet Tid. Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tum, den ihr sucht, nicht. Krossis, ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art, Jor, Sterbliche, als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Unsere Hadrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Wie kann ich ihn dann lernen? Drem, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tum lernen? Es geht euch nichts ran. Mir gefällt diese Welt, sie darf nicht untergehen. Ich muss Alduin aufhalten. Ja, Alduin. Sämach. Der ältere Bruder, talentiert. Habgierig und schwierig, wie es bei Erstgeborenen so häufig der Fall ist. Aber warum? Warum müsst ihr Alduin aufhalten? Die Olle, die gähnt sich erstmal ein ab, so der ist das total egal, was hier gerade passiert. Prophezeiung besagt, dass allein das Drachenblut ihn aufhalten kann. Das ist wahr. Aber Kostit. Die Prophezeiung zeigt, was sein kann, nicht was sein sollte. Kostit Salo'ak. Nur weil ihr etwas tun könnt, bedeutet das nicht immer, dass ihr es auch tun solltet. Habt ihr keinen besseren Grund für euer Handeln als das Schicksal? Seid ihr nichts als ein Spielball des Dees, des Schicksals? Ich bin nicht hier, gibt es einen besseren Grund zu handeln, als mein Schicksal zu erfüllen? Ich glaube nicht an Schicksal, ich werde Alduin aufhalten. Und so wird euer Schicksal vielleicht erfüllt. Wer kann es sagen? Des Modmachus, selbst den Doof, die auf den Strömungen der Zeit dahin gleiten, entzieht sich das Schicksal. Alduin glaubt, dass er sein Ziel erreichen wird. Mit gutem Grund. Rokmul. Und er ist nicht dumm. Mimei, Rinik Gutunol. Ganz im Gegenteil. Er war der weiseste und weitsichtigste von uns allen. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Krossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe? Auf dem Gipfel des Monaven, den ihr den Hals der Welt nennt? Thank you.
Nein, Drachen mögen doch die Berge, oder? Richtig. Aber nur wenige erinnern sich daran, dass dies genau die Stelle war, an der Alduin von den alten Zungen besiegt wurde. Warucht Unslaat. Vielleicht kann nur noch ich mich daran erinnern, wie er besiegt wurde. Mit dem Drachenfallschrei, richtig? Ja und nein. Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Ork-Mulag Unslaad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Ich mag dieses Räuspern im Hintergrund von unserem Companion, da von dieser Tante da. Eine Schriftrolle der Alten, was ist das? Wollt ihr damit sagen, dass die Alten Nord Alduin in die Zukunft geschickt haben? Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden. Für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Das habe ich irgendwie nicht kapiert. Also, haben die Nord der Vergangenheit diesen Alduin in die Zukunft geschickt? Und der Drache wartet jetzt ab, bis er dort erscheint? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Eine Schriftrolle der Alten, was ist das? Wie soll ich das in eurer Sprache erklären? Die Dorf haben Wörter für solche Dinge, die Jor nicht haben. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht, doch es hat immer existiert. Rach Vachlan, sie sind Fragmente der Schöpfung. Die Kelle, Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja, eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten. Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sophas Suljek. Wie soll mir das weiterhelfen? Kannst du vor allem mal bitte normal reden, sodass ich das auch verstehe? Danke, es ist schon kompliziert genug. Tid Krent. Die Junge. Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde, mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Dremjolok. Seid gegrüßt. Was mache ich mit der Schriftrolle der Alten, wenn ich sie gefunden habe? Wisst ihr, wo ich die finde? Wie konnte ich die Schriftrolle der alten Alduin nicht... Wie konnte eine Schriftrolle der alten Alduin durch die Zeit bewegen? Was bewirkt der Drachenfallschrei? Ich frage erstmal, wo ich das Ding finden kann. Crossis, nein. Ich weiß wenig von dem, was sich in den langen Jahren ereignet hat, seit denen ich hier lebe.
Ihr seid vermutlich besser informiert als ich. Esbern und Engir könnte etwas dazu einfallen. Vertraut euren Instinkten, Dovahkiin. Euer Blut wird euch den Weg weisen. Was für ein Schwachsinn, Alter. Ich stell mir das gerade so vor. Verdammt, Jorgam Jauzerich, wir haben uns verirrt. Wo sollen wir jetzt hingehen? Das sind 3 Wege. Wo sollen wir lang gehen? Ja, ich weiß nicht. Warte, ich frag mal kurz meine Ader. Nimmt ein Messer, schneidet sich kurz die Ader auf. Das Blut spritzt nach Norden. Alles klar, wir müssen nach Norden. Verdammt. Jetzt wird alles dunkel vor Augen. Das ist... Also, ich weiß auch nicht. Okay, was mache ich mit der Schriftrolle der Alten, wenn ich sie gefunden habe? Bringt es hierher zurück. Zur Tid Achran. Dann Kelle Womindog. Nichts ist bei solchen Dingen gewiss. Doch ich glaube, das Band der Schriftrolle mit der Tid Achran wird euch ein Gesicht, eine Vision des Augenblicks seiner Entstehung zeigen. Dann werdet ihr Drachenfall spüren, es kennen in der Macht seiner ersten Ausdrucksform. Ihr werdet sie sehen, Wut Fadon, meine Freunde, Hakon, Gormleit, Feldir. Wer sind sie? Die ersten Sterblichen, die ich die Doom gelehrt habe, die ersten Zungen, die Führer der Rebellion gegen Alduin. Sie waren mächtig zu ihrer Zeit. Allein der Versuch, Alduin zu besiegen, Sachotrun. Die Nord hatten seitdem viele Helden, aber keine größeren. Was bewirkt der Drachenfallschrei? Das kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe ihn noch nie gehört, Kogan. Der erste Tum, der allein von Sterblichen erschaffen wurde. Es heißt, er würde einen Drachen zwingen, das Konzept der Sterblichkeit zu erfahren. Eine wahrhaft von Mindoran. Unverständliche Vorstellung für die unsterblichen Dorf. Aha, also, so wie ich das verstanden habe, ist ein Drache dann angreifbar oder tötbar oder sowas. Wie konnte eine Schriftrolle der alten Alduin durch die Zeit bewegen? Womindog, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie dabei das Wissen darüber aus der Zeit selbst gelöscht. Die Doof sind Kinder von Akatosh. Darum sind wir besonders eingestimmt auf den Fluss der Zeit. Vielleicht auch auf einzigartige Weise verwundbar. Ich habe sie vor einem so voreiligen Handeln gewarnt. Selbst ich konnte die Folgen nicht vorhersehen. Nust Nihon, sie wollten nicht auf mich hören. Was meint ihr, ihr wart dort? Ja, einige von uns rebellierten gegen Alduins Tour, seine Tyrannei. Wir halfen den Menschen, ihn zu stürzen. Aber sie vertrauten uns nicht. Niov. Sie hielten ihre internen Ratsversammlungen vor uns verborgen. An dem Tag von Alduins Sturz war ich weit fort. Aber alle Doof haben den Bruch der Zeit selbst gespürt. Ja. Ihr seid der Meister der Graubärte. Kommen andere her, um sich ausbilden zu lassen? Ich lehre den Weg der Stimme schon seit Jahrhunderten. Und die Tuum schon viel länger. Aber nein, Dovahkiin. Niemand kommt mehr hierher, um sich ausbilden zu lassen. Saran, ihr seid der Erste in über 100 Jahren. Ich meditiere über die Rotmulag, die Worte der Macht. Ich erteile Rat über ihre Anwendung. Das genügt mir.
Ihr meditiert über die Worte wie? Wie, Alter? Erzähl's mir wie! Ein Wort der Macht zu kennen bedeutet, seine Bedeutung in sich aufzunehmen. Meditiert über die Bedeutung eines Rodmulag. Während dieses Wort euch ganz erfüllt, werdet ihr ihm näher kommen. Werde ich es euch lehren, Dovahki? Welches Wort ruft bei euch tieferes Verständnis hervor? Es gilt drei zu meistern. Fuß, Feim und Joll. Ich will nach Hause. Ich habe keine Ahnung, wirklich. In eurer Sprache wird es Kraft genannt. Doch so wie ihr der Welt einen Stoß gebt, so gibt die Welt den Stoß zurück. Denkt daran, wie Kraft ohne Anstrengung angewandt werden kann. Stellt euch ein bloßes Flüstern vor, das alles, was ihm im Weg steht, zur Seite stößt. Das ist Fuß. Lasst euch von seiner Bedeutung erfüllen. Zoom Arg Mora. Ihr werdet der Welt einen stärkeren Stoß geben, als sie zurückgibt. Mühelose Wucht hinzugefügt. War das jetzt schlecht? Lok Tum. Alles klar. Ja. Okay. Das ist schon cool. So, ich speichere hier mal kurz nebenher. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was... Also, ich habe nur die Hälfte verstanden von dem, was er erzählt hat. Sprich mit Esbern oder Ehrengier. Finde heraus, wo sich die Schriftrolle der Alten befindet. Ja, dafür muss ich ja mit beiden quatschen, ne? Ach, Ehrengier ist hier direkt in Hrothgar. Und was ist das hier? Hier ist Esbern. Okay, komm, ich quatsch erstmal mit Esbern. Glaube ich jedenfalls, dass ich das möchte. Komm, ja, einfach mal mit. Aber, ja. Hui! Was? Blutsiegel, okay. Crazy, crazy. Also, wirklich, ich habe locker nur die Hälfte verstanden von dem, was der da gerade gefaselt hat. Also, wenn du ohne Vorwissen in so einen Skyrim-Spielstand reingehst, ist das wirklich echt faszinierend, wie du nichts kapierst. Also es geht wohl irgendwie um diesen Drachen, der heißt Alduin und der ist böse. Und die Menschen und Nord vor tausenden Jahren haben den wohl mit der Schriftrolle der Alten in so einen Zeitstrudel geschickt. Und konnten den halt so nicht besiegen und jetzt ist der halt zurückgekehrt irgendwie und... Geht nicht zu weit voraus. Ja. Das ist so ungefähr das, was ich jetzt irgendwie daraus geschlossen habe. Und dieser Drachenfallschrei, der sorgt wohl dafür, dass Drachen verwundbar sind. So, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, aber vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Jetzt gehe ich wieder nach Himmelsrand? Ach ja. Früher habe ich davon geträumt. Im Traum stand ich an einem Ort hoch oben, auf einem Turm oder einem Berg. Es war immer kurz vor Sonnenaufgang. Ha, da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, dass ihr Fortschritte auf eurer Suche nach diesem Schrei gemacht habt, mit dem wir Alduin besiegen können. Wir brauchen eine Schriftrolle der Alten, um voranzukommen. Tatsächlich? Was für ein nettes Rätsel.
Sowas findet man wohl nicht bei seinem Buchhändler. Lasst mich überlegen. Vielleicht die Akademie von Winterfeste. Nice. Dort findet ihr das gesamte Wissen von Himmelsrand. Einer der Magier dort kann euch vielleicht auf die Spur dieser Schriftrolle der Alten bringen. Geil. Oh ja, habt ihr Ratschläge für den Kampf mit einem Drachen? Ihr habt Glück. Es gibt einen Segen, den die Klingen vor einer Schlacht erteilen. Er soll die Gedanken auf das Töten von Drachen einstimmen. Ich bezweifle, dass die Wirkung des Segens sehr lange hält. Kommt zu mir, wenn ihr euch auf den Weg macht. Und ich werde den Ritus durchführen. Aber warte mal, wenn das Ding nicht lange durchhält. Ich begegne ja immer zufällig Drachen. Das ist ja Quatsch. Dann kam der Lichtblitz. Nur am Horizont, inmitten der Wolken. Das sieht ein bisschen asiatisch hier aus, muss ich sagen. Es hätte ein Blitz sein können, aber der Donner fehlte. Im Traum wuchs die ungute Vorahnung, aber ich konnte nie aufwachen. Sehr interessant. Ja, okay, also wenn wir jetzt zur Akademie von Winterfeste müssen, das wäre total geil, weil das ist einer der Orte, den ich total feier. Finde ich super geil. Ich mag den. Ich mag den Ort sehr. Ich muss jetzt auch gar nicht nochmal nach Orodga, um mit dem Typen da zu quatschen. Das ist auch okay für mich. Ich denke, wir machen bei Loreos Hof los und laufen dann hier so durchs Gebirge. Ich glaube, das war der ursprüngliche Weg. Wenn ich mich recht entsinne. Wie, sind Feinde in der Nähe? Ah, nee, ich muss wahrscheinlich hier raus, oder? Muss erstmal durch den Tempel wieder zurück. Glaube ich. Okay. Dann gehen wir mal schnell wieder. Jorgensen hat Lydia anscheinend auch nicht gefunden. Gut, kann aber auch sein, dass er gar nicht nach ihr gesucht hat. Das ist auch möglich. Na gut. Jol! Ach, Jolwart. Ah, okay. Der Drache hat mir jetzt quasi diesen einen Schrei nochmal beigebracht, diesen Fußschrei. Wie auch immer der heißen mag. Stärke, genau. Genau, Stärke hat er erzählt. Fuß müsste der heißen, oder? Oh, shit, boy! Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Hilfe. Es heißt, die Abgeschworenen gehen dunkle Pakte mit den Hexenraben ein. Shit, wo bin ich denn jetzt hier rausgekommen? Ich habe keine Ahnung. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Okay, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich lasse es hier Jorgensen einfach machen. Der ist dann in der nächsten Folge wieder mit am Start, hoffentlich. Schaltet ein. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Ausgabe. Und ciao.